Schubidu Baba, ich heiße Angela und auch du bist Manette Manuel. Hallo Leute, grüßt euch und herzlich willkommen hier zum neuen Türchen des DA Adventskalenders. Und ja, Carmen, bevor du es mir noch dreimal in die Kommentare schreibst, ich muss nochmal kurz erwähnen, die Schriftrollen, die bei den jeweiligen Geschenken dabei sind, sind nicht alle von Jojo geschrieben, sondern immer von der Person, die das Ganze auch selber gemacht hat. Bist du zufrieden, Carmen? Ich hoffe, auch diesmal stellt die Kamera souverän scharf. Kamera, ich warne dich. Aber jetzt geht's um das Paket, was ich heute öffnen werde. Heute, dem 8. Dezember. Das Datum werde ich ab jetzt auch in meinem Kopf behalten. Und ja, ich habe mir hier schon das Paket zur Seite gestellt und mir auch schon Paket Nummer 8 rausgesucht. Und das ist Paket Nummer 8, Leute. Und vor allem, es ist ein Hogwarts-Brief dabei. Mit meiner Privatadresse drauf. Daniel, bitte vorsichtig sein. Da ist wirklich meine Privatadresse auf diesem Briefumschlag drauf. Ja, das heißt, ich werde euch den Brief nur von dieser Seite hier zeigen und nicht von der anderen Seite. Und ja, dann würde ich sagen, holen wir jetzt erstmal die Schriftrolle raus, um die Geschichte weiterzulesen. Und ich bin sehr gespannt, was da auf uns warten wird, Leute. So, da habe ich nun das kleine Schriftröllchen. Und ich würde sagen, lesen wir mal. 8. Dezember, Luca. Er nahm sich einen Keks aus der Dose, mehr aus Höflichkeit als aus Geschmack, und blickte beim Essen in die Leere, während er die Wärme des Kamins spürte und dem restlichen Gespräch nur nebenbei noch zuhörte. Sie hatten wohl das Thema gewechselt und er konnte hören, dass Hagrid ihm gerade die Geschichte erzählte, wie er Hermine damals kennengelernt hatte. Als er dann zurück zum Schloss lief und ihm die Zähne von den Keksen etwas schmerzten, blieb er vor der Holzbrücke kurz stehen und dachte nach. Zum einen darüber, was ihm gerade erzählt wurde, und zum anderen darüber, wie wunderschön Hogwarts doch war. Er hatte es zur Weihnachtszeit bis jetzt jedes Mal mit Deko gesehen. Sei es ein kleiner Zweig über dem Eingang zur Brücke oder auch die geschmückten Bäume, die man aus seiner Position eigentlich noch ein wenig durch die großen Fenster der großen Halle sehen konnte. Er betrat den harten Eichenboden, welcher dabei ein wenig knatschte. Schreibt man das wirklich knatschte? Also K-N-A-T-S-C-H-T-E? Oder heißt das nicht knatschte mit R? Ist ja egal. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend wieder. Dankeschön erstmal dafür, Luca. Ein sehr schöner Teil der Geschichte. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und ja, wie gesagt, wir haben hier noch einen Brief, den ich euch schön von dieser Seite aus hier zeige. Und ja, da werden wir jetzt natürlich auch mal reingucken. Auch wenn es ein bisschen schade ist, weil ich dafür dieses wunderschöne Wachssiegel kaputt machen muss. Aber naja, müssen wir durch, Leute. So, dann einmal das Wachssiegel hier brechen. Geht das überhaupt? Ich habe Angst, das komplett kaputt zu machen. Ah ne, das Wachssiegel ist sogar noch heile. Gut gemacht, Daniel. Dann holen wir es mal raus. So, was haben wir denn hier? Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Und das Ganze ist auf Italienisch. Ihr wollt mich doch ärgern, Leute. Ihr habt das nur auf Italienisch geschrieben, damit ich mich hier vor allen Leuten blamiere. Und ich tue das auch. Ich lese das nämlich vor. Dear Mr. Gimsa, we are pleased to inform you that you have a place at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Please find enclosed a list of all necessary books and equipment. Term begins at 1st September. We await you all by no later than Mann, wie spricht man denn Daten aus in Italienisch? Ist ja auch egal. Your sincerely Minerva McGonagall, Headmistress. Wieso hört sich das in meinen Ohren eigentlich immer weniger scheiße an, als es dann nachher auf Video ist? Naja, so, das ist erstmal der Brief. Und dann haben wir hier noch die Zutatenliste. Das ist mega cool. Also es ist quasi ein Hogwarts-Brief speziell für mich angefertigt. Und ja, wie man hier, ich guck mal gerade, dass man hier nicht sieht, irgendwas wegen Adresse oder so. Ne? So, ja. Hier haben wir die ganze Einkaufsliste mit allen... Sieht man das? Genau, hier ist die Einkaufsliste mit allen Gegenständen, die man da so kaufen muss für die Hogwarts-Zeit selber. Und wie gesagt, hier auf dem anderen Brief die Obligator... Ist da eine Adresse drauf? Nö. Genau. Und hier, wie gesagt, der obligatorische Hogwarts-Brief, wie man ihn kennt. Und ja, wirklich eine mega, mega schöne Sache. Und ja, ich warte jetzt auf jeden Fall darauf, ne? Dass ich bald dann in Hogwarts sitze. Und dann werde ich euch von dort aus Videos aufnehmen. Und an dieser Stelle nochmal vielen Dank an Luca für dieses Türchen des DA Adventskalenders. Hat mir wirklich unglaublich gefallen. Und ja, ich bin auch mega gespannt, wie es morgen mit der Geschichte weitergeht. Deswegen, Leute, morgen früh seid wieder am Start. Ich freue mich auf euch. Ciao zusammen.